frei. Und aktuell? Wieder gesund. Gut, wunderbar. Ja, das ist sehr schön. Denn es ist ja immer wieder unser Problem, wie werden wir informiert, wie transparent ist alles, welche Wissenschaftler werden gehört, wie sieht das aus mit den Masken, was ist tatsächlich der Effekt dieser Alltagsmasken, ich sehe mich selbst mit der Maske in der Hosentasche und so weiter, das kennt ihr alles, brauche ich ja gar nicht zu sagen. Also, ich bin die Ulrike Reichert, ich bin eine von denen, die hier diese Demo oder Mahnwache, wie sie früher hieß, organisiert haben. Und ich freue mich natürlich, dass jetzt so viele wieder da sind. Die Polizei ist auch da zu unserem Schutz. Bitte die Abstandsregeln einhalten, soweit es geht, und dann können wir anfangen. Einen kurzen Bericht möchte ich persönlich jetzt geben. Über Berlin, über die Demo in Berlin. Dann könnte noch der eine oder der andere Eindrücke schildern, wenn er möchte. Dann würde die Andrea kurz über die Situation der Kinder was sagen wollen. Dann kommt aus Waldshut, hat sich Carsten angemeldet, der dann auch zu sich was sagen möchte. Er ist einer von denen, die sich weigern, die GEZ-Gebühren zu zahlen für eine Berichterstattung, die eben nicht der Wahrheit entspricht oder der Wahrheit vielleicht in Teilen ja, gerecht wird, aber vieles auch weglässt oder erst gar nicht berichtet. Sagen wir mal so, sehr vorsichtig ausgedrückt. Dann haben wir Herrn Ferger, Dietmar Ferger aus Lörrach, der ehemaliges Kreisratsmitglied der Grünen war und der auch etwas über seine Tätigkeit sprechen möchte. Also wir haben wie immer eine Stunde Zeit, möchten dann aber wirklich auch mit einer Schweigeminute und einem Lied, und da hoffe ich, dass die gute Andrea mich da unterstützt, weil ich das nie anleite, ja, beschließen. So. Dann ein kurzer Bericht von Berlin. Ich war in Berlin. Ich persönlich habe in dieser unglaublich gut organisierten Demo kein einziges Gewaltpotenzial von Teilnehmern gesehen. Ich habe auch keine Reichsbürger gesehen. Ich habe keine Verschwörungstheoretiker schon gar nicht, das sieht man denen ja nicht an, aber auch sonst niemanden gesehen, der bereit war, jetzt irgendwie Randale zu machen. Das hieß es ja, also nur Randalierer oder wie Herr Geisel sagte, eigentlich müssten wir ihn alle verklagen, das Grundrecht besteht auch für Arschlöcher. Da habe ich gedacht, also das ist ja wohl, ja, das hat er öffentlich gesagt. Ja, und hallo. Ja, könnt ihr euch Hatte? Alles so fühlen, ne? Also, und diese Demo, das ist meine erste in dieser Riesen. Meine Rede noch, meinen Zettel noch. Und ich habe selten so viel friedliche, hast du meine Powerbank dabei? Offene ja. Und wirklich normale Menschen auf einem Haufen, nee, Haufen kann ich ja gar nicht sagen, das war ja... Es war unbeschreiblich viel gesehen und es gab nichts, im Bus was man war das. Es hat einer im Bus gefunden. Nee, und die ganzen Reden ist waren jetzt nicht nötig. Das war ich bin ja nur das Fundbüro. Alle Straßen waren mit riesen Leinwänden ausgestattet. Man konnte alles das, das rausfinden, wem es gehört, ist schon dann alles. Und am nächsten Tag, als ich dann sah, was die Nachrichten gebracht haben, was in den Zeitungen stand, habe ich gedacht, ich bin auf einem anderen Stern. Ich war nicht auf dieser Demo. Und es ist leider so, dass die freie Presse sich in aller Freiheit, das sage ich jetzt einfach mal, die Szenen rauspickt, die ihr genehm sind. Und alles andere, alles die großartigen, friedlichen Zusammenkünfte und so weiter, die lässt man eben mal weg. Denn man hat ja sein Bild und das muss sich bewahrheiten, also bringt man diese Bilder, die man braucht. Und das finde ich eine solche
Niedertracht und hat mit Demokratie oder freier Presse, richtig guter Presse, überhaupt nichts mehr zu tun. Darum bin ich froh, wenn wir jetzt auch wieder Menschen dabei haben, die hier das so ein Video aufnehmen, und vielleicht gelingt es uns ja immer besser, das zu verbreiten. Aber ich will jetzt aufhören, weil ich denke, die anderen sollen jetzt zu ihrem Recht kommen. Jetzt möchte ich noch mal fragen, wer eigene Eindrücke von Berlin noch kurz mitteilen möchte. Ist da jemand? Oder? Ja? Gut. Dann darf ich dich bitten. Hallo ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr mich noch kennt. Sabine? Ja.